Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge im Landwirtschaftssimulator 17 Faustprojekt mit dem Freezy, mit dem McManus und mit dem Sachsen-Netzplayer. Hallo. Hi Leute. Hallo. Hallo. So, weiter geht's mit den dicken Stämmen. Doppelhilfe ist halt sympathisch, weil die Rungen nicht so hoch sind, ne? Ja, ja, wie das gesagt, ich würde so da direkt noch eine zweite holen, also. Ja, die sind echt nicht so teuer, also die wären auf alle Fälle drin. Definitiv, eine könnte man noch holen. Geht dein Förderband wieder, Randy? Ich hab das erstmal kurz zur Seite gestellt. Würdest du noch so eine Stabelhilfe holen? Wenn ich mir das erst will. Na, am Händler. Kaufen. Zum Händler. Kaufen und holen. Ja, aber na, dann kaufen wir und dann hole ich mal und ich nehme da nochmal den letzten Hackschnitzel-Ding ja mit. Ja, ja, kaufen wir selber, den, weil dann können wir hier weiter. Du musst aber den IT-Runner mitnehmen, ne, den Hänger. Achso, stimmt. Achso, oder ja. Was mit Gabel vorne. Ah, ja. Ja, das ja gut, ich hab einen Frontlader, also von daher dann machen wir das. Dann machen wir deinen Anbau ab vom Frontlader. Ja, logisch. Logisch. Gar kein Problem. Aber ja, weil wir in der letzten Folge ja bei Weihnachtsgeschenken waren, ne? Also den hier mal schnell im Füßi? Den hier? Ja. Macht ihr euch eigentlich auch selbst Weihnachtsgeschenke, wenn wir gerade so dabei sind? Ja. Was? Also, was? Genau. Selber? Was schenken? Ja. Nee. Ja, ohne Witz. Dich? Nee. Sicher, Alter. Ich gönn mir schön was. Nee, gut. Ja, also, naja, nee, aber direkt als Weihnachtsgeschenk so deklariert? Nee. So, ja. Tino, hier ist dein Weihnachtsgeschenk, dann packe ich das aus, weißt du? Also, das pack ich ein und leg's unterm Baum. Wenn ich oh, guck mal, das hat Füße mir geschenkt. Ja. Das geilste Geschenk, ja, dann habt ihr nicht gedacht, was ich haben wollte. Danke. Guck mal, lieber Freund, das ist der 11. Okay. Dann haben die alle ein schlechtes Gewissen und ja, dann holen wir dir was, was du haben willst. Achso. Ja, das ist nicht der Sinn von Weihnachten, dass alle ein schlechtes Gewissen haben. Tja, bei Füßen schon. Scheiß Familie, muss leiden. Ja. Toll, das hier. Ja, diesmal ist ja Weihnachten. Ihr trefft euch ja bestimmt auch so mit Familie und alles und wie macht ihr das? Trefft ihr euch dann irgendwie alle bei der Oma oder also bei uns ist dies ja so, ich erzähl mal ganz kurz, wir haben sonst immer bei der Oma gemacht und dieses Jahr machen wir aber bei uns, also es kommen quasi alle zu uns nach Hause und naja, ja, so ist das bei uns dieses Jahr. Bei Ende spannend kann ich das auch erzählen, bin bei mir und bleib bei mir. Okay. Jetzt Werner. Bei uns wird das auf 2 Tage tatsächlich gemacht, weil ich wir einen Tag, also direkt nach Weihnachten, bei der Familie meiner Freunde sind und am nächsten Tag bei meiner Familie. Ach so, ja, okay, alles klar, ja. Das machen wir immer, wir sind immer zuerst bei meiner Mutter und alles und dann sind wir noch halt, kommen halt Chin ihre Großeltern, Chin ihre Mutter und so weiter halt, ne? Ja. Ja. Ja, keiner benachteiligt fühlt. Nee, ist ja richtig. Naja, und am ersten Mal, dann macht die Mutter macht meistens am ersten oder zweiten Weihnachtsfeiertag Essen und die Oma dann halt jeweils an dem anderen. Das ist dann immer noch großes Festessen und bla bla bla. Ist das der Ballencontainer, IT Runner? Ja. Nein. Das ist Stapelhilfe. Ist direkt bei Forst. Ah, direkt bei Forst, okay. Jo. Mach mal Piano, hier ist nämlich voll. Kann kein Piano spielen. Ich? Stapelhilfe hier. Das war das erste, was ich gelernt habe. So, genau. Kleines Stümmelholz oben drauf. Na, warte mal, Werner, wir müssen das ja noch draufstellen, ne? Den anderen. Ach so, ja, wir sind. Glaubst du, läuft das? Ich glaube, das hält uns der T-Runner nicht aus. Klar, na, probieren würde ich auf jeden Fall mal. Oh, was machst du da? Ich mach gar nichts. Habe ich was gemacht? Ja, fast. Oh! Du machst okay. Das! Vielleicht setzt du nicht aufs Holz. Guck mal, ich kann das ganze Ding. Oh, alter Schwede. Ja, ich hab ja, mal gut, hier ein bisschen gerade schütteln, das Ganze. Schön verteilen. Aber ja, jetzt liegt's gerade, außer dein Stummel. Nicht da das oben. Eigentliche. Ich will auch noch erzählen, was Videos bei uns auf Weihnachten ist. Hemme, bitte. Jetzt nicht mehr, leck mich, Pisser. Oh. Damit passt, ne? Weihnachtsgeschenk wird dich gecancelt. Sei doch nicht so gemein zu Freezy. Doch, kann jetzt muss ich das wieder nach Onkel schicken. Bitte, Freezy. So müsste passen, Werner. Ja. Machen wir gut. Lass mal gut sein. Ja. Freezy, erzähl mal, komm.
Ja, nix. Wir feiern alle bei uns. Oh. Ein Spaß. Aber so einen Wind machen, ne? Na, wie ist denn bei euch? Wer kommt alles? Was bei euch in der Wohnung feiern ihr? Ja, gut, komm. dieses Jahr sind alle hier bei uns, also von meiner Freundin die Familien und meine Familie halt. Wir feiern dieses Jahr alle zusammen, alle auf einen Tag, Heiligabend halt. Und ja, essen, packen aus und dann war's das. Gibt's eigentlich dieses klassische Singen noch vom Weihnachtsbaum? Alter. Bei dir? Ich frag nur. Tatsächlich, also bei mir nein. Nee. Okay. Nee. Bei mir gab es nur früher, ja, aber jetzt nicht mehr. So. Dann fahren wir weg, das Ding da. Dann machen wir den noch voll, dann gucken wir mal, ob wir es übereinander kriegen. Und ob der IT-Runner das gemanagt kriegt. Ich denke schon, dass der das schafft. Also, unser Zuschneider war auch schon mal aktiver hier, müssen wir das so sagen. Mhm. Randy? Wow. Das tut mir echt leid. Dann schneide ich es halt nicht. Also weißt du, echt so ein Vorbeigehen mit der Hand so raus. Okay, du nicht. ja, was wollte ich sagen? Randy, kannst du vielleicht mal mit dem Frontlader hier den ganzen Grimmskrams vorne zum Dings fahren? Bäh, ich schneide. Dann fühl sie mit dem Frontlader. Brauchen ja nicht zwei, die schneiden. Dass wir hier den Platz sauber kriegen, dass wir halt wirklich alles weghaben, bevor wir weiterfällen. Dass der Server wieder ein bisschen chillen kann. Der chillt noch. Ja, ich weiß schon, aber weißt ja. Wir wollen das ja hier ordentlich hinterlassen. Ich denke mal, ich habe ja lange genug gewartet, eigentlich um auf den eigentlichen Punkt zurückzukommen. Ach so, naja. Naja, BH-Größe. Ja, das sind dann Informationen, die ich brauche. Deine oder was jetzt? Nee, deine Frau. Die brauche ich dann ja. Alter, dein Ernst, du fragst mich echt im Let's Play, in der Folge vom Forst, fragst du mich nach der BH-Größe von meiner Frau? Ich glaube, du hast echt manchmal zu viel Pillen genommen, ey. Kennst du, meine Frage, liegt bei dir im Bad so ein Ding? Das kannst du hin und her schieben, da stehen so Wochentage drauf. Meistens blau. Ja. Sag mal, was soll ich machen? Heute ist Sonntag, nur so zur Info. Ja. Wenn da noch Pillen drin sind, die solltest du noch nehmen. Also die für Mittag sollten schon weg sein jetzt. Ja. Also muss ich schätzen, ja. Okay. Das kannst du mich ja nach der Folge fragen, dann erzählst du dir auch vielleicht nur nicht. Oder vielleicht auch nicht, mal schauen. Aber dann nicht in der Folge, weiß jeder die BH-Größe von meiner Frau, ey, was geht denn ab? Tragisch ist das, mal jetzt ehrlich zu sein? Naja, das sagt man doch nicht, oder? Du hast auch Klamottengröße M. Ja. Könnt ihr mal eben sagen, was ich überhaupt machen soll? Nochmal. Einer bitte schneiden, die dicken. Und wir haben noch einen Frontlader. Damit können wir den ganzen Grimmskrams, der hier rumliegt, alles, was wir hier nicht aufladen, weil wir nur die dicken Stämme aufladen, zum Verkauf, wegfahren zum Häcksler. Und Hepp. Wir haben ist ja keine. Hier zum Beispiel. Ja, Greifarm. Ja, den kannst du. Achso, du willst ja nur die dicken, ne? Ja. Deswegen. Ja. Erstmal hier. Also das hier alles, was hinter mir liegt, zum Beispiel. Hier, diese ganze. Das ist alles Geratze von Häcksler. Ja, hast du ja auch recht. Ne? Aber wir haben nur zwei Greifarme. So, was macht man da? Hört ihr mir der eine hat ja noch einen Greifarm. Also ja. Einen roten. Ich höre dir zu. Wir haben nur zwei Greifarme. Da habe ich gesagt, was macht man da? Shop auf Greifarm kaufen. Der ist ja nicht so teuer, glaube ich. Dann holen wir halt einen dritten, ist doch Wurst. Aber, gucken, oder, weiß ja nicht, aber mir fällt nichts ein, was jetzt noch wäre. Das wäre halt sinnvoll. Da vorne ist noch ein Greifarm. Hast du noch einen für sie? Was denn du wieder? Schon wieder eingeschnappt? Alter! Das ist spastig, ey. So, ja. Oder also wenn man Skype auf grün hat, ist echt interessant, wer dann so alles immer online geht. So alle 10 Sekunden kommt unten rechts eine Einblendung. Ich habe das ausgemacht, weil sich jemand beschwert hat. Ich möchte meinen Namen nicht in den Aufnahmen sehen. Also, nee, in der Aufnahme ist es nicht.
So, ja, also OBS zeichnet es nicht auf. Aber Martin ist gerade online gegangen von LS, von Scheins. Ja. Ja. Christian Gardero ist auch gerade online. Füße, deine Mom ist auch online, sehe ich gerade. Die versucht schon wieder die ganze Zeit Videocall, ey. Das geht mir echt auf den Zeiger. Kannst du dir das mal sagen, dass sie es das mal lassen soll? Nächstes Jahr muss das besser werden, du. Nochmal zum Thema BH-Größe. Oh, ihr wisst gar nicht, ey, ihr wisst noch gar nicht. Füße? Randy, ja. Guck mal hier, der ist hier im Boden. Also der ist umgefallen. Den musst du erst absägen. Hier vorne. Da drüben, ach so. Der ist nicht gefällt quasi, der lag so. Was willst du jetzt wissen? Warte. So. Ja. Ich sage nochmal zum Thema BH-Größe. Also nee. Was denn? Ist nicht so dein delikates Anliegen. Naja, jetzt in der Folge werde ich dir nicht die BH-Größe von meiner Frau sagen, wie oft denn noch? Ich habe dir selbst mal Buchse geschenkt mit einer Konfektionsgröße. Du glaubst nicht? Ja, ich habe auch kein Problem zu sagen, dass meine Unterwäschengröße XXXXL ist. Nicht wegen meinem Bauch, sondern auf jeden Fall, ja, da ist ja nicht schlimm. Nein, Spaß. Die habe ich sogar noch, das wirst du nicht glauben, ne? Ja, eine Schande, wenn sie weggeschmissen ist. Nein, aber ernsthaft, zieh ich an. Könnte ich mir vorstellen. War ja auf die Amore gedacht. Ja, auf jeden Fall, ja. Naja. Ja, ne, in die Richtung wird es auch, denke ich mal, ähnlich gehen, weil es ist viel zu kompliziert. Es ist echt beruhigend, wenn man so. Eigentlich müsste dann zu deinem Kumpels erzählen, wisst ihr, der Sachsen-Let's Player hier, der von YouTube, der schickt meiner Frau BHs. Ich glaube, der guckt dich jeder so an und. Aha. Weißt du so? Okay, was läuft bei dir da schief? Woher weiß er denn die Größe? Ja, guck mal hier, Faust. Ja, hier im Faustprojekt, hab ich schon gesagt. Oh Mann, ey. Ach. Ja, da muss ich noch ein bisschen rumgucken. Ist ja bei Freezy nichts anderes. Freezy ist ein sehr komplizierter Charakter. Ja, sehr. Na? Ja, reicht. Da kannst du den noch abschneiden hinten das Stück? Gut, ich mach erst mal fest. Was geht denn noch drauf? Ein, zwei kleinere noch und dann ist gut, oder? Nee, das ist schon voll, wie du siehst. Da guckt ja schon oben drüber. Ja, war ja drauf. So, liegt, jetzt, war ja jetzt ist halt die Frage, ne? Pass auf, jetzt. Soll ich mal probieren? Ich habe einen starken Arm. Frage ist halt jetzt, ob wir zuerst den anderen hoch, ne? Oder ob wir beide dann hochziehen mit dem Eitüler. Ich denke, dass die koppeln kann. Ach so. Wow. Ey! Oder ob du erst einen aufmachen möchtest auf den Anhänger und dann den zweiten draufstellen möchtest. Weiß ich, ach so, höhentechnisch müsste es ja gehen, ne? Ich guck erst mal, ob der den überhaupt hochkriegt. Ich weiß nicht, ob das geht mit Spanngurten, Randy. Mach jetzt mal. Das ist schon gesägt, der. Ach so, scheißegal, lass das jetzt. Okay, jetzt keine Chance. Was? Der hebt den nicht an. Haben wir ein Gewicht? Für hinten? Freezy, glaub ich. Oh. Nur so umgefallen, ne? Ja, lass den mal so stehen, weil ich komme sonst nicht ran. Ich hab den genauso hingestellt, dass die zwei. Ah, okay. Haben wir ein Heckgewicht? Ich glaube, irgendwo habe ich eins gesehen. Guck mal, da wo der Hänger und die Schaufel steht. Könnte noch eins sein. Ach nee, ich hatte ja eins mal hier vorne abgestellt. Ja, stimmt. Ja. Ja, schmeiß dann hin. So, probieren wir es mit Heckgewicht mal, aber ich stehe schwarz. Also da brauchen wir, glaube ich, was mega, mega großes, starkes. Wenn, ja, wenn überhaupt. Radlader. Radlader, ja. Oder gerade hinkriegen. Ja. Gut. Der eine ist steif. Den hier schon rückwärts würde ich sagen, dass wir auf eine Ebene können. Geht nicht. Nee. Ich einfach mal geht nicht mal rückwärts? Achso, warte, kann ich probieren. Doch, bisschen ziehen kann ich nicht. Ja, das sagst du mal auf eine gerade Ebene kommt. Kannst du ein bisschen wegfahren, Werner? Moment.
Alter, lass los. Achso, Moment. Jetzt. Also, sonst nehme ich den Summitino. Lass ihn stehen. Wie willst du denn mitnehmen? Von, so wie du. Ich habe genug Gewicht hinten. Achso, meinst du, kriegst den hoch? Ja, weil dann stell ich ihn mal andersrum, dass du ihn greifen kannst. Der muss ja bloß ein. Muss den ja bloß nur ein Millimeter, muss der ja nur. Ja, nur, dass er ein bisschen über den Boden schleift. Na, jetzt bin ich gespannt. Bis die Fronthydraulik verbiegt. Und noch ein Stück, noch ein Stück, noch ein Stück und halt. Ne, Alter. Kannst du vergessen. Alter. Du hast ja in dem Sinne, hast du auch kein Gewicht auf der Hinterachse. Nee, nee. Das Gewicht ist ja auf den Achsen vom IT-Runner. Okay, nee, also ich lass ja mal hier stehen. Ja, dann, das bringt ja nichts. Das sieht ja auch komplett für den Arsch aus. Brauchen wir ein Dings? Geht nicht anders. Aber guck mal, weißt du, was cool wäre, wenn wir dann mal weiter oben im Forstgebiet sind? Wenn du, keine Ahnung, so 6-7 solche Dinger hast, weißt du, und dann bam, 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 die voll machst, schön stapelst. Ist schon geil, oder? So am Rand abstellst und dann mit dem Dings verletzt, mit dem, ja, wisst schon was. Weil gibt ja auch in weiterer Folge, theoretisch, irgendwann mal, einen LKW, der diesen Hakenlift hat. Und da gebe ich dir noch, ne? Kannst du auch zwei dreimal wegbringen. Ja, das stimmt. Gut, aber wir sind fertig, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, den Daumen nach oben da lassen. Würde uns sehr, sehr freuen und wir sehen uns übermorgen wieder zu einer weiteren Folge im Faustprojekt. Bis dahin, macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.